Scharfkantige, memorable Charaktere sind die Essenz jeder guten Geschichte. Figuren, die innere Konflikte durchleben und ihre Schwächen überwinden müssen. Figuren mit starken Haltungen, Attitüden und klaren Zielen. Das wurde uns als Drehbuchschülern immer wieder eingetrichtert. Umso überraschender finde ich es, dass bei millionenschweren Produktionen es nur sehr wenige Drehbuchautoren zu geben scheint, die die Anlage solcher Figuren richtig beherrschen. Man sollte denken, hier seien die Besten der besten Autoren der Welt am Werk. Aber was die großen Studios heutzutage so raushauen, ist qualitativ immer häufiger unterhalb beliebiger Fanfiction anzusiedeln. In Die Ringe der Macht durchlebt Hauptfigur Galadriel beispielsweise kaum eine Wandlung. Viele ihrer Handlungen sind überhaupt nicht nachvollziehbar und ja, einfach nur dämlich. In Jurassic World 2 und 3 ändern sich die Haltungen von Claire je nach Belieben des Drehbuches. In der neuen Star Wars Trilogie sehen wir kaum Schwächen von Rey, dafür aber viele Stärken. Sehr, sehr viele Stärken. Zu viele Stärken. Dabei, so sollte man denken, ist das Ganze nicht so schwer. Und die grundlegenden Konzepte sind ja auch schon seit vielen Jahrzehnten bekannt. In Billy Wilders grandiosem Werk Das Apartment von 1960 zum Beispiel fliegen unsere Sympathien von Beginn an dem Protagonisten Baxter zu, weil eben das Skript seine Stärken und Schwächen deutlich offenbart. Baxter ist ein Zahlenmensch, immer korrekt, immer verlässlich, er trägt das Herz am rechten Fleck, aber er ist auch naiv, obrigkeitshörig, hat nur ein geringes Selbstbewusstsein und ist nicht in der Lage, Dinge zu hinterfragen und zu kritisieren. Er ist der typisch buckelnde Angestellte, der mehr Respekt vor seinen Vorgesetzten hat als vor sich selber. Um zur Erfüllung zu gelangen und die Frau seiner Träume zu erobern, muss er genau diese Schwäche überwinden. Er muss initiiert werden, um Joseph Campbell zu zitieren. Das bedeutet, er muss über sich hinauswachsen und dem großen Boss des Unternehmens die Stirne bieten. Und das wünschen wir uns als Zuschauer für Baxter schon nach wenigen Minuten. Gutes Storytelling ist an sich also einfach. Und doch gibt es derzeit nur sehr, sehr wenig Autoren in Hollywood, die eine solche Figurenzeichnung beherrschen. Taylor Sheridan ist definitiv einer von ihnen. Der Autor, Regisseur und Schauspieler, der sich unter anderem für Werke wie Wind River verantwortlich zeichnet, hat mit Yellowstone ein Franchise geschaffen, das in den USA sämtliche Einschaltrekorde bricht. Und das meiner Meinung nach völlig zu Recht. Denn Yellowstone hebt sich angenehm von dem meist durchschnittlichen Content-Müll ab, den die Streaming-Dienste so raushauen. Und das nicht etwa, weil die Serie herausragend inszeniert oder perfekt geschrieben ist, sondern weil die Charaktere, die wir hier agieren sehen, dermaßen scharfkantig und interessant sind, dass sie uns schlicht ins Geschehen ziehen. Dabei vollbringt Sheridan das Kunststück, dass seine Serie von Staffel zu Staffel, zumindest bis einschließlich Staffel 4, immer besser wird. Und das in einer Konsequenz, die ich sonst noch in keiner Serie so gesehen habe. Das heißt, die erste Staffel ist tatsächlich bis dato definitiv die schwächste und das, obwohl auch sie schon recht ordentlich ist. Wer sich also mit den ersten 4-5 Folgen anfreunden kann, der ist bei Yellowstone goldrichtig und wird in den kommenden Staffeln voll auf seine Kosten kommen. Aber Yellowstone lastet auch ein gewisser Ruf an. Manche Medien kolportieren, die Serie sei auf ein ultrakonservatives Trump-Wähler-Klientel zugeschnitten. Und ja, das ist natürlich völliger Schwachsinn. Und es ist gut, dass wenigstens der Stern in einem Artikel mit diesem Vorurteil aufgeräumt hat. Zitat: Yellowstone gilt dem Feuilleton als Redneck-Saga für Trump-Fans. Das ist dumm. Die Serie bietet viel mehr. Sie hat die stärksten Frauen- und Indianerrollen der Branche und dazu die besten Pferde der Welt. Ja, wir sehen an diesem Sternzitat, dass auch ein Taylor Sheridan nicht ganz davor gefeit ist, sein Werk an ein sogenanntes modernes Publikum anzupassen. Er aber tut es deutlich dezenter, plausibler und auch klüger als der Großteil seiner Konkurrenz.
Sheridans Frauenfiguren beispielsweise sind emanzipiert und stark, ja, aber sie sind nicht die schwertschwingenden Mary Sues. Sie sind eben stark auf einer charakterlichen Ebene. I will fire every fucking employee, then I will sell you leases and equipment to Chevron for 30 cents on the dollar. Regiert John Dutton zwar als Mann die Ranch, sind doch die großen Konzerne und die Politik um ihn herum meist von Frauen geführt. Aber ja, die Männer in Yellowstone dürfen noch kernig und männlich sein. Und gerade die Cowboys, die auf der Ranch wie eine Familie zusammenleben, reichern die Serie mit ihren markigen Sprüchen einfach herrlich an. You got shampoo? Is there a razor in there? Razor? Yeah, come on. What are you shaving with? What do you care? What's my razor? You got a fucking beard. I'd like to know where it's at. Yeah, you know, you got a fucking beard too. What the fuck are you shaving with it, goddammit? Clear out. Way too much chili at the rodeo. Jake, I swear to God, you better wait till I get the fuck out of here. Dude, you've got like 5 seconds? Maybe 3? Erlen! It's a boy! Und die Frauen hingegen dürfen feminin sein und weibliche Stärke entfalten. Who's that? It's Malcolm Beck. Coffee. Okay. Not for him, Jason. For me. Das Ding ist nur, dass diese Art von Frauenpower halt nicht so plakativ ist wie My Girl Galadriel. My Girl Galadriel. Und gegebenenfalls ist der ein oder andere Journalist damit intellektuell schlicht überfordert. Kurz zur Handlung. In Yellowstone geht es zentral um die Dutton Ranch, seit Generationen im Familienbesitz und zum Zeitpunkt der Handlung unter der Führung von John Dutton, gespielt von Kevin Costner. Immobilienmakler und Spekulanten versuchen mit allen Mitteln an das Land zu gelangen, auf dem die Ranch steht, aber auch die Indianer erheben Anspruch auf das Gebiet. John Dutton wiederum hat seinem Vater versprochen, den Familienbesitz zu halten und kämpft somit um sein Erbe und ja, das mit unschönen, teils mafiösen Methoden. Und hier ist vielleicht gleich der erste Kritikpunkt anzusetzen. Gerade in der ersten Staffel ist noch nicht so ganz klar, mit wem man überhaupt mitfiebern soll. Es dauert eine ganze Weile, bis unsere Sympathien den Duttons zufliegen, denn gerade am Anfang ist die patriarchalische Struktur der Ranch und sind diese kriminellen Methoden, derer sich John Dutton bedient, noch ziemlich befremdlich. Es dauert also eine ganze Weile, bis wir verstehen, warum die Figuren so handeln, wie sie handeln, und dass es sich beim Kampf um die Dutton Ranch eben um einen richtigen Krieg handelt, in dem keine Gefangenen gemacht werden. Spätestens mit der zweiten Staffel jedoch sind die Fronten geklärt. Und gerade die Charaktere, die ihre Schwächen und Fehler haben, die besonders hart und unerbittlich agieren, sind diejenigen, mit denen wir uns seltsamerweise fortan verbunden fühlen. Und ich gehe jede Wette mit euch ein. In der ersten Staffel werdet ihr Johns Tochter Beth Dutton wahrscheinlich ein wenig nervig finden, aber spätestens in der dritten Staffel werdet ihr in die Hände klatschen, wenn sie morgens aufsteht und dabei beiläufig erwähnt, dass sie heute irgendjemanden vernichten wird. You're dealing with me now. Wenn Beths Sturmgewitter naht, ist das einfach Kult und die Sprüche, die sie dabei lässt, sind unvergessen. You're lucky she has a conscience. I was gonna get you to fuck that man again. Und ich verspreche euch, ihr alle werdet spätestens bei Staffel 3 zum Schluss kommen, dass es wohl kaum je eine kultigere Serienfigur gegeben hat als Rip Wheeler. If you were willing to forget everything, I wouldn't be here. Warum ist das so? Eben weil Sheridans Charaktere extrem scharfkantig sind. Wir lernen sie intensiv kennen und können uns daher sehr gut vorstellen, was in ihnen brodelt, wenn bestimmte Dinge gesagt oder getan werden. You know how to ride a horse? Of course I do. I'm Indian. Sheridan erschafft also coole, kultige Figuren und kann sich ab da erzählerisch fast ein wenig zurücklehnen. Er lässt diese Charaktere einfach aufeinanderprallen, steckt sie in irrwitzige Situationen oder fügt ihnen Schicksalsschläge zu. Der Kosmos seiner Charaktere ist immer unterhaltsam und immer aufregend, eben weil seine Charaktere es sind. Es ist äußerst spannend zu sehen, mit welchen Techniken Sheridan seine Charaktere konstruiert. Seine Figuren haben immer eine äußere Fassade und eine innere Haltung. Beides steht oft im Konflikt miteinander. John Duttons Sohn Casey in etwa will nichts mit den Machenschaften seines Vaters zu tun haben und führt ein friedliches Leben bei den Indianern.
und doch treiben ihn die Pflicht, seine Familie und die Liebe zur Ranch immer wieder zu Yellowstone zurück. John Dutton wiederum erzieht seine Kinder so hart, dass sie allesamt emotionale Krüppel werden, um sie auf den Kampf um die Ranch vorzubereiten. Dabei würde er am liebsten wohl einfach nur ein liebevoller Vater sein, was uns Sheridan eindrücklich anhand Johns Beziehung zu seinem Enkel zeigt. Bei seinen Kindern jedoch muss John immer wieder zum Schluss kommen, alles falsch gemacht zu haben. Das macht die Dramatik seines Charakters aus. Wir lernen bei den meisten Figuren im Yellowstone-Universum also erst die harte Schale kennen und dann knackt Sheridan die Figuren auf wie eine Nuss und wir blicken auf den meist zerbrechlichen Kern und spüren, dass da noch sehr viel mehr hinter der Fassade steckt. Dann agieren Sheridans Figuren immer konsistent, ohne Ausnahme. Sie tun krasse Dinge, die ihnen Profil geben, ja, aber das immer stimmig mit ihrem eigenen Kosmos. Es geht Sheridan also nicht um oberflächliche TikTok-Momente, sondern darum, Figuren nachhaltig anzulegen. Die empfindliche Verletzlichkeit, die die Figuren hinter der rauen Schale verbergen, wird maßgeblich durch Blicke und Subtext transportiert. Auch das erweckt unsere Neugier. Wir wollen mehr über diese Person wissen, aber Sheridan hält seine Zuschauer immer auf Abstand. So richtig tief ins Herz seiner Figuren werden wir nie gelassen. Dadurch werden wir beim Zuschauen immer von einer gewissen Ahnung geleitet und erhoffen uns stets, mehr über die Charaktere zu erfahren. Miss Roy. Not a thing. Diese Einfühlsamkeit, mit denen Sheridan seine Figuren erzählt, wird mit klaren Zielen ergänzt. Und bei vielen, die gerade zu Beginn unsympathisch wirken, erfahren wir später, dass diese Ziele von idealistischer Natur sind. Dass diese Personen eigentlich von Liebe und Loyalität getrieben werden. Dass sie sich aufopfern, gnadenlos zuerst mit sich selber sind und von niemandem etwas fordern, was sie selber nicht bereit zu geben sind. I saw this valley, who knows we're even here. I'm gonna let the world know we're here. Das ist nicht unbedingt sympathisch. Im wahren Leben würden wir mit diesen Typen wohl kaum was zu tun haben wollen. Sie sind keine Vorbilder für uns, aber dennoch verbindet uns dieser Idealismus mit ihnen. Wir bekommen schlicht Respekt vor ihnen und wir beginnen mit ihnen mitzufiebern, auch wenn uns das Konstrukt, in dem sie leben, völlig zuwider ist. I'm not going anywhere. Just tell me how to fight. Hinzu kommt, dass Yellowstone durch die Bank weg hervorragend gespielt ist. Cole Hauser als der bärbeißige Rip, Kelly Riley als Beth, Jefferson White als der drogenabhängige Loser Jimmy oder Forry J. Smith als loyaler Cowboy Lloyd, um nur einige dieses herausragenden Casts zu nennen. Man spürt die Darsteller hinter den Figuren nicht eine Sekunde, es ist vielmehr, als würden die Schauspieler zur Inkarnation ihres Charakters. Und hier ist auch Kevin Costner zu nennen. Der gealterte Oscar-Preisträger ist kein wirklich guter Schauspieler, aber trägt die Serie mit unglaublicher Präsenz und grimmigem Charisma. Er ist das Herz von Yellowstone. Angesichts dieser Leistung ist es kaum zu glauben, dass Costner und Sheridan sich laut Medienberichten dermaßen hinter den Kulissen gefetzt haben sollen, dass Yellowstone nach Staffel 5 abrupt abgesetzt werden musste. Egal, was da zwischen Costner und Sheridan vorgefallen sein mag, dem Resultat merkt man diese Scharmützel hinter der Kamera qualitativ überhaupt nicht an. Aber ja, es ist natürlich schon ein dicker Minuspunkt für diese Serie, dass davon auszugehen ist, dass sie kein zufriedenstellendes Ende finden wird. Zwar ist eine Fortsetzung mit Matthew McConaughey geplant, aber die Story rund um John Dutton sinnvoll zu Ende zu bringen, das traue ich Yellowstone aktuell nicht zu und das ist ganz schön bitter. Dann haben wir da die Dialoge, mit denen Sheridan seine Figuren verknüpft. Häufig sind diese auf oberflächlichem Soap-Opera-Niveau und nichts Besonderes, doch dann feuert der Autor spitze Zeilen dazwischen, die die Figuren wie Fausthiebe austeilen und einfach brutal sitzen. What are you doing here? Same thing I always do. Fixing something you couldn't. Ikonische Szenen, Charaktere und Zeilen schreiben, das kann Sheridan einfach wie kein zweiter Autor im Seriengeschäft derzeit.
Das geht sogar so weit, dass Sheridan manchmal mit der Grenze zum Arthouse-Film flirtet. Da sprechen die Figuren feine Beobachtungen und brutale Lebensweisheiten aus, die sich ins Gedächtnis des Zuschauers brennen. You know the thing about suicide, you don't just kill yourself. You kill every memory of you. It's a big deal taking a life. But everything on this earth has to do it to survive. Even trees. The big ones kill all the smaller stuff beneath them. Killing's the one thing that everything does to survive, Tate. It's the one thing we all share. Das sind episch-ikonische Zeilen, die Sheridan in Yellowstone quasi im Vorübergehen raushaut. Und hier wird klar, warum er einer der besten und gefragtesten Showrunner derzeit ist. Und doch hat Yellowstone auch so seine erzählerischen Probleme. Der Plot wird häufig von dummen Zufällen getrieben, was unglaubwürdig wirkt und tatsächlich markante Schwächen in den Skripten offenbart. Die alte Drehbuchregel lautet, dass die Handlung idealerweise aus den Charakteren heraus generiert werden sollte, mit Ausnahme des anstoßenden Ereignisses zu Beginn einer Erzählung natürlich, aber ein plötzlicher Lottogewinn, der für den Helden das Blatt wendet, ein Deus ex machina, der zur Hilfe eilt, all das sind keine guten Zutaten für ein Drehbuch und doch strapaziert Sheridan konstruiert zufällige Situationen viel zu oft. Etwa, wenn gleich in der ersten Staffel Casey eine ganze Reihe seltsamer Zufälle den Weg kreuzen, wie hier etwa die Explosion eines Meth-Labors just in dem Moment, in dem er mit dem Auto daran vorbeifährt. Kurz darauf fährt Casey zufälligerweise an einem Lieferwagen vorbei, in dem er zufälligerweise ein entführtes Mädchen entdeckt. Da ist Yellowstone wirklich teils schlampig geschrieben und das völlig ohne Not. Denn Caseys charakterliche Entwicklung hätte man auch organisch absolut glaubwürdig hinbekommen können. Als hätte Sheridan daraus gelernt, wird denn auch der Einfluss des Zufalls ab Staffel 2 deutlich runtergefahren, wenn auch ehrlich gesagt nicht weit genug, aber die Serie gewinnt unter anderem deswegen in den folgenden Staffeln dramaturgisch deutlich. Dann werden Figuren eingeführt, erhalten Gewicht, verschwinden von jetzt auf gleich bedeutungslos in der Versenkung und tauchen dann aus dem Nichts wieder auf. Nicht sehr schön geschrieben. Und zuletzt sind die Action-Szenen in Yellowstone durch die Bank schwach geschrieben und inszeniert. Die Schießereien wirken unmotiviert und wenig nachvollziehbar. Alle Hauptfiguren tragen auffälligen Plot-Armor und von Taktik ist kaum was zu erkennen. Spannung kommt hier überhaupt nicht auf. Der Vorteil ist jedoch, dass es in der Serie so wenig Action-Szenen gibt, dass das kaum ins Gewicht fällt. Dieselbe Schwäche offenbarte Sheridan auch im überaus gelungenen Yellowstone-Prequel 1883 und in der ebenfalls ordentlichen Paramount-Plus-Serie Tulsa King mit Sylvester Stallone. Action-Szenen sind offensichtlich nicht sein Ding. Es wäre wohl gut, würde Sheridan diese Schwäche erkennen und sich dafür verstärkt Expertise an Bord holen, um diese Lücke zu schließen. Ja, all diese Probleme sind bei Yellowstone durchaus vorhanden und dennoch hält die Serie am Ball und begeistert sogar über weite Teile. Und das allein, weil die Charaktere stimmig sind und Sheridan sie immer wieder mit geschickt verteilten Spannungsbögen kombiniert. Das dramaturgische Netz zieht sich von Staffel zu Staffel immer dichter zu. Es ist so eine typische Serie, ähnlich wie Breaking Bad, bei der man noch um 1 Uhr morgens einfach nicht aufhören kann, sich die nächste Folge reinzuziehen, obwohl der nächste Arbeitstag wartet. Und dann sind da natürlich noch die gewaltigen Natur- und Tieraufnahmen. Direkt vor Ort, in der Nähe des Yellowstone Parks gedreht, erleben wir die nordamerikanische Wildnis in ihrer atemberaubenden und faszinierenden Schönheit. Da muss man kein Western-Fan sein, um davon beeindruckt zu sein. Und man muss auch einfach mal konstatieren, dass die Epik dieser Naturaufnahmen das gewaltige Budget von Die Ringe der Macht mit all den grässlichen Plastikfelsen und CGI-Landschaften bei weitem, wirklich bei weitem übertrifft. Ich selber bin überhaupt kein Western-Fan und auch nicht gerade ein Pferdeliebhaber, aber wenn mich das schon anspricht, dann dürften Fans des Genres erst recht Herzklopfen bei Yellowstone bekommen.
Denn im Grunde ist Yellowstone ein klassischer Western. Ein Landbesitzer kämpft um sein Grundstück, er kämpft gegen Politiker und Gangster, hier sind es halt die Spekulanten, und er kämpft gegen Indianer. Die Familie Dutton lebt faktisch wie vor 200 Jahren. Klar, sie hat Geld und daher Zugriff auf neueste Technik, aber ihr Land ist wie eine gesetzesfreie Zone. Schnell werden hier die Waffen gezogen, Ganoven werden aus dem Weg geräumt und sogar aufgehängt. Die angestellten Cowboys werden teils wie Vieh gebrandmarkt und müssen bis zum Lebensende dem Clan dienen. Der Widerspruch zwischen dem rauen und brutalen Leben der Duttons und der Moderne, die von außen ins Land dringt, ist eine faszinierende Grundlage, auf der Sheridan seine Charaktere sich austoben lässt und interessante philosophische Fragen aufwirft. Was ist es, was das Menschsein ausmacht? Wie weit können wir uns als Gesellschaft von einer gnadenlos tödlichen Natur emanzipieren? Und wäre das überhaupt wünschenswert? Was bedeutet es wirklich, im Einklang mit der Natur zu leben? I don't think the planet is going to tolerate us much longer. That's because people have stopped living with it. Started living on it. Das alles macht Yellowstone zu einer herausragenden Serie, der ihr durchaus eine Chance geben solltet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr unseren Kanal unterstützen wollt, freuen wir uns über eine kleine Spende auf die PayPal-Adresse movieamps@gmail.com. Und denkt dran, jeden ersten Dienstag im Monat veranstalten wir einen Livestream auf unserem Zweitkanal Amps Live. Wir freuen uns, wenn ihr dort mal vorbeischaut und euch auch im Chat blicken lasst. Bis bald!